Moinsen und willkommen zu einem kleinen Item Spotlight und heute wollen wir uns mit Death's Dance beschäftigen. Denn dieser Gegenstand beschäftigt mich schon einige Tage und leider will mir und anderen dieses Item noch nicht so richtig gefallen. Der Ursprungsplan war eigentlich, einen Vergleich zwischen Blutdurst und Death's Dance zu machen, aber beide Items haben bezogen auf ihren Champion Pool relativ wenig Überschneidung. Deswegen hat sich das nicht gelohnt. Also machen wir heute einen Spotlight, wo wir uns das Item näher anschauen, das Potenzial, aber auch die Schwächen und Probleme. Zunächst erstmal das Item an sich. Denn Death's Dance gibt euch für 3400 Gold 65 Schaden, 10% Cooldown Reduction und die Möglichkeit, 12% eures normalen Schadens in Heilung umzuwandeln. Bei Flächenschaden sind es nur 4% pro Ziel. Aber dadurch steht ihr zum Beispiel die Möglichkeit offen, mit der Wukong Ultimate Leben wiederherzustellen oder sich sogar mit dem Pantheon-Speer ganz normal zu heilen. Außerdem hat dieses Item aber noch eine zweite Passive, die es euch ermöglicht, Schaden zu reduzieren. Deswegen auch der Vergleich zum Blutdürster. Denn 12% eures erhaltenen Schadens werden in eine Art Blutung umgewandelt. Das bedeutet, es wäre das mal 12% verhindert und diese Masse an Schaden wird euch nun über 3 Sekunden lang zugefügt. Das gibt euch die Möglichkeit, gegenzuheilen, gegen zu Lifestealen und so weiter und so fort. Es ist kein direktes Verhindern wie der Blutdürster mit dem Schild, aber eine ganz coole neue Mechanik. Werfen wir nun also einen Blick darauf, auf welchen Champions das gut passen würde. Im Hintergrund werdet ihr dabei nicht jeden einzelnen Champion sehen, aber so ein paar Exemplare. Denn vom Grundprinzip her steht Death's Dance jedem, der wie gesagt viel normalen Schaden zufügt und vor allem mit den Spells. Das bedeutet, wenn wir den Vergleich zum Blutdürster wagen, hat er ja 20% und ihr kriegt nur 12% wieder. Das ist halt super wenig im Vergleich. Der Blutdürster vermag es aber nicht, Spells in Leben umzuwandeln. Das bedeutet zum Beispiel, Charaktere wie Riven sind in der Lage, mit ihren Qs, mit ihrer Ultimate quasi einen Burst hier zu erzeugen. Und Riven ist auch nicht selten tief im Fight drin und kann also die Schadensreduzierung gebrauchen, plus dass sie die Blutung mit dem Schild negieren kann, zumindest teilweise. Ein anderer guter Champion wäre auch Kha'Zix, den Sola für mich getestet hat. Er ist ebenfalls spezieller Natur, er ist einerseits ein Assassin, manchmal muss aber doch ein bisschen ins Getümmel rein und die Schadensreduzierung hilft dabei. Und er ist in der Lage, mit dem Q richtig viel Leben wiederherzustellen, weil es halt normaler Schaden ist und Single Target und nicht vom Blutdurster profitieren würde. Und er kann sogar mit den Raketen aus einer relativ angenehmen Distanz Leben wieder generieren. Im Prinzip auch nicht schlecht. Weitere Charaktere wären Vi oder Renekton, die ebenfalls viel normalen Schaden mitbringen, natürlich in der Fläche. Aber auch Quinn und Wukong sind nicht schlecht, da ihre Spells viel mit normalen Schaden arbeiten. Gerade Wukong mit der Ultimate kann wirklich sich im Fight befinden und langsam aber sicher gegenheilen. Auch wenn der Wert wirklich erschreckend niedrig ist. Quinn war hierbei besonders lustig, weil er natürlich mit der Ultimate bzw. mit dem Skyfall die ganzen Vasallen clearen und ordentlich gegenheilen können bzw. das Ganze auch im Team abfertigt. Eine kleine Ausnahme hier könnte vielleicht der gute Urgott bieten. Er ist zwar porthässlich, aber dieses Item steht ihm halt sehr gut. Er kann die Cooldown Reduction gebrauchen, er kann den Schaden gebrauchen und jedes seiner Qs stellt nur Leben wieder her. Plus die Tatsache, dass auch Mana Mune die Heilung erhöht, ne? Weil es macht halt Bonus normalen Schaden. Naja, und Pantheon ist auch ein relativ lustiges Beispiel, denn er benötigt den Schaden, die Reduzierung ist natürlich ebenfalls was Feines und er wird sich mit dem E, aber auch mit jedem einzelnen Speer sehr gut heilen können. Die Frage ist nun, warum sehen wir das Item aktuell so selten? Was ist das Problem daran? Auf der einen Seite natürlich der Vergleich zum Blutdürster. Das bedeutet, nur die wenigsten AD-Carries würden sich das Item gönnen. Graves ist vielleicht einer der wenigen, der so viel normalen Schaden auch mit Spells anrichtet, dass man es sich holen könnte. Aber die meisten sind sowieso gerade mehr so im Static und Trinity-Wahn und der Blutdurster ist vergleichsweise spät geholt, dafür aber mit tausenden Crits natürlich tausendmal effizienter als Death's Dance. Also die direkte Auseinandersetzung kann er nicht gewinnen. Eine andere große Schwäche ist das Prinzip von Champions und die für Death's Dance gemacht sind. Weil die meisten, die vier normalen Schaden mit Spells anrichten, sind Assassins und deren Spielprinzip ist ja ein bisschen anders. Das bedeutet, ich habe LesQQ gefragt, was er davon hält, das Item auf Talent zu holen. Und er meinte halt, das Problem dabei ist, dass ein Talent meistens mit vollem Leben reingeht, irgendjemand auseinandernimmt und wieder raussteuert. Er hat natürlich von der Schadensreduzierung ein bisschen was, aber der Initialschlag von Talent beinhaltet einen riesigen Nachteil, weil er overhealt. Er heilt sich, obwohl er halt noch kein Leben verloren hat. Der Blutdürster im Vergleich bietet ihm ein Schild an, schon zu Beginn. Und da wird der Schaden definitiv negiert. Und nicht über 12% auch hinten draufgepackt. Und eine solche Problematik haben vergleichsweise viele. Zed ist vielleicht einer der wenigen Charaktere, denen es ganz gut stehen könnte. Denn er ist ebenfalls relativ lang oder so lang, wie es nötig ist im Fight drinne, zieht sich dann mit der Ultimate zurück und erhält dann außerdem das Leben wieder, was er angerichtet hat. Es entsteht jedoch eine andere Problematik und zwar, ist es wirklich so viel Leben, das wir wiederbekommen? Sind 12% fair und ist das genug? Denn nehmen wir mal an, Zed macht 1000 Damage mit seiner Ultimate. Da kriegt er 120 Leben. Also es ist besser als nichts auf jeden Fall.
aber es ist doch jetzt nicht überragend viel. Und naja, und diesen Eindruck hatte ich insgesamt häufiger. Es klingt zwar attraktiv, 12% deines normalen Schadens werden umgewandelt, aber es ist irgendwie echt wenig am Ende. Wenn man den Vergleich nochmal zu Lifesteal wagt, der ist halt viel konstanter. Euer Autotext stellt natürlich nach wie vor Leben wieder her, aber es ist halt nur 12%. Das ist halt wenig. Ich denke, es wird noch ein paar Spezialfälle geben. Einer dabei ist zum Beispiel Kindred. Denn sie hat auf ihren Spells ebenfalls viel normalen Schaden. Gerade die E-Fähigkeit mit dem prozentualen Bonus knallt richtig rein. Das ist wirklich ein kleiner Burst hier. Der Wolf frisst ja alles in seiner Umgebung und heilt euch dafür. Auch wenn es nicht überragend viel ist, ist es konstant. Und eure Passive, die normalen Schaden anrichtet, wird ebenfalls draufgerechnet. Das ist halt ein Faktor, der wirklich nicht schlecht ist. Gerade wenn man noch bedenkt, dass Blade of the Ruined King ebenfalls da drauf kommt und es ja normalen Schaden anrichtet. Das Ding ist nun, dass es aber super viele Alternativen gibt und es erfüllt eine kleine Nische, aber es ist in allem, was es macht, nicht gut. Ich denke, wenn man das Item buffen würde, wäre es attraktiver. Das heißt, die 12% vielleicht noch 15% anzuheben, sowohl die Schadensreduzierung als auch das Leben, was man wiederbekommt. Bei 20% Lifesteal beim Blutdurster, da kommst du halt nicht ran. Das ist not even close. Naja, ich persönlich würde eure Meinung gerne dazu hören, was ihr dazu findet und ob ihr es vielleicht baut. Vielleicht auf einen Charakter, den ich jetzt nicht genannt habe. Denn Einsatzmöglichkeiten hat der technisch gesehen, aber ich bin mit der Performance des Gegenstandes selbst noch nicht ganz zufrieden. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Haut rein und viel Spaß beim Ranked. So. Naja, was ich aber noch sagen kann, ist, dass Urgott vielleicht der Charakter ist, auf dem es am besten passt. Ja, cool, dann Reduction kann er. Scheiße. Ich war zwar fokussiert. Okay. Gut. Gut, okay. Eine kleine Ausnahme. Ja, ich merke das.